Wenn du den Mitarbeitern immer alles vor den Arsch klebst, dann lernen die ja nicht. Das ist die Herausforderung, weil der sich sonst immer darauf verlässt, dass du es schon richten wirst. Das ist ja das Verrückte, was du als Unternehmer oder überhaupt als Abteilungsleiter, Manager oder wie auch immer machen musst. Du musst ja manchmal sehenden Auges Fehler zulassen. Und gerade Kontrollfreaks, denen fällt das sehr, sehr schwer natürlich, weil die gerne alles perfekt haben möchten. Geht mir auch so oder ging mir auch so zum großen Teil. Aber ich habe eben gelernt, dass man A, delegieren muss. Alles, was delegierbar ist, musst du delegieren, damit du dich eben um die extrem wichtigen, entscheidenden, kreativen oder strategischen Prozesse kümmern kannst. Und B, ist es eben so, wenn du den Mitarbeitern immer alles vor den Arsch klebst, dann lernen die ja nicht. Das ist die Herausforderung, weil der sich sonst immer darauf verlässt, dass du es schon richten wirst. Das heißt, wenn er weiß, dass du das Sicherheitsnetz bist, dann wird er sich immer nur zur Hälfte anstrengen. Wenn du ihn aber ab und zu mal ins Messer laufen lässt, dann ist das eben ein Lerneffekt. Ich habe das ganz oft, dass wenn ich zum Beispiel Korrekturabzüge oder irgend sowas bekomme von einer neuen Ausgabe, die in den Druck geht oder so, und mir fallen so kleine Fehler auf, die jetzt nicht unbedingt gruselig sind. Also klar, in Überschriften oder so, da sage ich dann natürlich was, ne? Aber wenn irgendwelche Bindestriche fehlen, wenn irgendwo eine falsche Nummer eingegeben ist oder wenn irgendwo, weißt du, vielleicht, ich weiß es nicht, fällt mir gerade nicht so richtig ein, dann lasse ich diese Fehler drinne und sage da auch nichts zu, weil ich möchte, dass der Mitarbeiter sich danach so drüber ärgert und sagt, Mann, oh Mann, das ist aber blöd, mit sowas will ich nicht in Verbindung gebracht werden, dass ich hier so einen Mist mache. Das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Dieser Schockmoment, der fehlt halt, wenn ich vorher sage, guck mal, da hast du übrigens was vergessen und bla bla bla. Dann fehlt eben dieser Schockmoment, der dir dabei hilft, eine Emotion zu kreieren und dann beim nächsten Mal besser zu werden. Und das muss man als Unternehmer, das ist eine harte Schule, oder als Manager oder Abteilungsleiter, ist eine harte Schule, Fehler zuzulassen und denjenigen mal vor die Wand rennen zu lassen. Aber es hilft halt langfristig gesehen. Also kurzfristig könntest du natürlich den Fehler wegmachen und dann ist es fehlerfrei. Der Typ hat aber nichts gelernt oder der Mitarbeiter hat nichts gelernt. Wenn du ihn jetzt mal sozusagen gegen die Wand laufen lässt, dann ist das natürlich unangenehm bei dem Aal. Aber du hast vielleicht das Potenzial, dass der für die nächsten 10 Jahre diesen Fehler nicht wieder macht. Und das ist natürlich auch schön, das ist auch was wert. Mehr wert, als wenn du jeden Tag die Fehler der ganzen Leute korrigieren musst.